So, jetzt braten wir die Eier an und die Karotten. Damit, warum braten wir die Karotten an? Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch Ho vorstellen. Ho ist mein koreanischer Tandem. Hallo, Ho. Hallo, Leute. Wir haben das jetzt bestimmt schon 3-4 Mal gedreht, deswegen entschuldigt, dass wir ein bisschen albern sind. Aber wir haben euch heute 4-5 Stunden lang in der Küche mitgenommen und haben heute das erste Rezept für euch und das ist das Kimbap. Ho, erzähl doch mal, was ist Kimbap überhaupt? Kimbap ist eine Kombination mit getrockneten Setan und etwas Gemüse und einfach Rollen. Es ist so wie Sushi so ein bisschen. Man nimmt das traditionell auch mit zum Picknicken. Also traditionell ist voll übertrieben, aber man nimmt das mit zum Picknicken in Korea und es schmeckt total erfrischend und lecker und man kann es auch ein bisschen früher vorbereiten. Und dann hat man auch echt einen guten Snack für zwischendurch oder eben auch als Hauptmahlzeit. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mit dem Video. Ho erklärt immer ein bisschen auf Koreanisch. Ich übersetze auf Deutsch in dem Moment. Und wenn euch das Video gefallen sollte, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben und wenn Ho öfters mit mir kochen soll, egal was es ist oder mir vielleicht auch andere Dinge beibringen soll, dann lasst es uns doch mal wissen in den Kommentaren und dann sehen wir ihn im nächsten Video wieder. Also 2 weitere kommen noch, denn wir haben ja 3 Gerichte für euch gekocht. Also wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Video. Danke. Bitte. Das ist also... So, wir stellen euch jetzt die Zutaten für Kimbap vor. Und was benötigen wir? Die Zutaten. Okay. Wir brauchen zuerst Kim, das ist trockene Setan. Und 이건 단무지예요. 단무지. Ich schreibe euch das alles auch mal unten auf Deutsch rein oder wo ihr das bei Amazon eventuell bestellen könnt. 이건 당근. 당근 sind Karotten. 이건 참치예요. Das ist Thunfisch, eine Dose im eigenen Saft. 그리고 계란. Eier. 그리고 설탕. Saltang ist Zucker. 그리고 안에 시금치. Und Spinat, aber nicht so viel wie wir jetzt hier haben. Und das ist 식초. 식초 ist Apfelessig. Mayonnaise. Mayonnaise. Und am wichtigsten Sariyeo. Der Reis ist am wichtigsten. Okay, also man könnte auch Sushi-Reis nehmen. Ah ja, genau. Okay, super. Dann Sushi-Reis würde auch gehen. Ja, Sushi-Reis. Super. Okay, na dann fangen wir mal an. So, als nächstes machen wir den Reis. Ich habe jetzt hier einen Reiskocher von Lidl damals gekauft. Der ist schon etwas älter, deswegen sieht er auch schon ein bisschen abgenutzt aus. Und da machen wir jetzt den Reis drin, ganz einfach. Also ihr seht ja, hier ist er schon bereit, dass er warm ist. Und nachher, wenn ich jetzt dann hier so runterdrücke hier, zeigt es dann an, dass er kocht. Und jetzt machen wir erstmal den Reis. So sollte das jetzt aussehen. Also ein bisschen milchig ist es trotzdem, das ist aber auch vollkommen okay. Und jetzt seht ihr ungefähr, wie viel Wasser drin ist. Also aber... Das ist schwer zu erklären. Ja. Also ich denke mal nochmal, also wenn ihr Reis reinmacht, ja, dann immer nochmal so 1 Zentimeter drüber sollte das Wasser sein, nicht mehr. Praktisch. Ja. So, jetzt haben wir dann die Karotten so klein geschnitten. So, den Rettich schneiden wir in so eine langen Streifen, etwas dicker, aber auch nicht so dünn wie jetzt die Karotten. So, jetzt braten wir die Eier an und die Karotten. Damit, warum braten wir die Karotten an? Das können wir nicht als roh benutzen. Okay. Deswegen. Oh. Mit einer Hand? Ja. Warum nicht? Okay. Ich habe so viel geübt. Deswegen. Warum? Ich hätte das noch nie so gemacht.
Ich bin nicht sicher, dass ich gut machen kann. Wer sagt, dass ich das gut machen kann oder die anderen? Ist so, wie ich will. Umschlagen? Ja. Das wollen wir nicht so. Nein, warum? Das liegt an meiner Pfanne. Oh, man. Oh, nein. Ich will du. Egal. Aber ich. Ich habe meine Beste getan. Ich hätte das nicht hingekriegt. So, jetzt kochen wir den Spinat. Hast du da Salz in das Wasser gemacht? Ja. Und, okay. Also den Spinat darf man nur ganz kurz kochen, dann muss man den wieder rausnehmen aus dem Salzwasser und dann macht man den in einen Dieb rein. Also das heißt Mayonnaise, je mehr, desto besser. Besser! Das war jetzt ein Krafttraining. Doch. So, wir haben jetzt hier noch Mayonnaise mit reingemacht und verrühren das Ganze jetzt. Naja, ich möchte etwas sagen. Ja. Das ist nicht gut für Frauen. Weil wir dick werden. Ja. Was? Ja, mehr Mayonnaise. Also er ist nicht wirklich sehr nett. Er sagt nämlich, wenn wir Mayonnaise, so viel Mayonnaise essen, dann werden wir dick. Also kann ich das Essen nachher gar nicht genießen? Voll fies. Aber für Männer auch. Ja, ja. So, wir machen jetzt für den Reis die Soße sozusagen. Und da ist das Verhältnis. Ja, auf Koreanisch ist... Also wir benötigen 80 ml Apfelessig, 60 ml Zucker und 20 ml Salz. Und das geben wir alles in einen Topf und werden es auf niedriger Stufe langsam köcheln lassen. Oder erhitzen viel eher. So, was machen wir jetzt? 지금 필요한 건 약간의 간장, 그리고 참기름, 그리고 약간의 깨가 필요해요. 그냥 대충 조금씩 조금씩 넣으면 돼. Also wir würzen das Ganze jetzt. Das genaue Rezept steht natürlich unten in der Infobox drin. So, was waren das jetzt alles für Soßen? Das war? Sojasauce. Ganz normale Sojasauce. Mhm. Dann Sesamöl, glaube ich. Ja, Sesamöl. Und Sesam als normales Sesam haben wir da noch mit reingemacht. Ja. Und dann müsst ihr das, glaube ich, abschmecken. Wie stark ihr das haben wollt. Kommt auch auf die Menge drauf an, wie viel Spinat ihr reingemacht habt. Aber wie gesagt, unten steht dann nochmal das genaue Rezept. 이게 냄새가 너무 심해서 es riecht so stark. Mhm. Deswegen ich schlage ihnen vor alle Tiere auf. Ich finde das gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also er denkt, dass es zu stark riecht und deswegen soll man alle Fenster aufmachen. Das finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm. Ich mag das. Oh Gott! Also jetzt muss ich zugeben, jetzt riecht es noch ganz schön stark. Wenn es warm wird, dann riecht das doch extrem nach Essig. Also muss man schon abkönnen. Also ich werde ja, dann doch gleich die Fenster nicht so tief. Ja, nicht so tief einatmen. Übrigens ist unser Partnerlook nicht abgesprochen. Wir würden gerade rollen.
Wir rollen jetzt? Ja. Okay. Zuerst Reis. Und nicht so viel. Muss auf dem Seitan Fisch ist er aufbereitet. Sehr flach? Ja. Okay. Sehr flach. Also, Fischchen hier. Ein bisschen freilassen, okay. Ein Tamuji. Richtig, richtig lecker. Warum? Wenn du das mit mir gemacht hast, deshalb ist es so gut. Ich glaube, der Home muss jetzt öfters zu Besuch kommen und uns kochen. Was haltet ihr davon? Soll er öfters vorbeikommen und was kochen und Rezepte zeigen, die ich so noch nicht kenne, weil ich bin ja hier auch Schüler. Ich lerne mit euch sozusagen. Nein, mit Hände. Mm. Also die hier. Ja. Und dann. Ja, so mache ich das eigentlich auch immer. Ach so. Okay. No! Er dachte, ich bin eine Deutsche und deswegen fasse ich mein Essen nicht an. Nein. Sondern? Doch. Nein. Wir fangen mit hier an. Ah, okay. Und erst durch den ja. Rettich? Ah, egal, egal. Perfekt. Gut. Und jetzt? Zuerst mit Hand? Ja. Ja, rollen mit. Aber ein bisschen drucken und dann rollen. Was? Ja, besser als ich. Tja, gekonnt ist gekonnt. Und dann stopp. Eigentlich. Ah, nein. Wir machen hier so. Ah, ja. So wie so eine Klebemasse. Ja. Ah. Und dann. Thank you.
denn das mit den Stäbchen? Da. Du hast schon ein Stäbchen. Okay. Und dann diese. Oh, oh, aber das geht nicht. Ah, du kannst. Nicht? Oder nur diese machen. Ja, perfekt. Perfekt. Ja, und dann. Zuerst.